Die Fragen auch der Migration sind auch Fragen, die die FDP immer wieder angesprochen hat. Da will jetzt die Bundesinnenministerin Nancy Faeser ja auch das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren. Da soll es auch leichter gemacht werden, dass ältere Menschen auch eingebürgert werden. Ist das FDP-kompatibel, was die Innenministerin da vorgelegt hat? Zum Teil, aber nicht alles. Wir haben da auch angekündigt, dass wir da Nachbesserungsbedarf und Beratungsbedarf haben. Für uns ist die Frage einer erleichterten Einbürgerung für ältere Antragsteller eine Ausnahmeregelung für die Menschen aus der Gastarbeitergeneration, die Deutschland geholt hat und die dann in dieser Zeit noch gar nicht so die Möglichkeit hatten, gut Deutsch zu lernen, aber dann hier viel gearbeitet haben, etwas beigetragen haben übrigens, als Deutschland einen hohen Arbeitskräftebedarf auch hatte in dieser Zeit. Denen wollen wir diese Chance geben. Wir wenden uns aber dagegen, generell die Sprachanforderungen abzusenken, sondern die Verleihung der Staatsangehörigkeit, der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit, wenn man sie neu erwirbt, die ist Ergebnis und Ziel gelungener Integration. Sie ist kein Vorschuss auf noch nicht erfolgte Integration. Und deshalb ist für uns wichtig, dass ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, dass Rechtstreue, dass man sich nicht zu Schulden kommen lassen hat, keine Straffälligkeit hat, dass man seinen eigenen Lebensunterhalt aus eigener Arbeit bestreiten kann. Das sind für uns wichtige Voraussetzungen. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, ist allerdings auch herzlich willkommen, sich um die deutsche Staatsangehörigkeit zu bewerben. Es ist ja so, dass die Flüchtlingszahlen weiterhin hoch sind, dass auch viele Kommunen sich beschweren über die hohen Kosten und auch die Unterbringungskapazitäten am Limit seien. Ja. Nun haben da auch einige Kommunen darauf hingewiesen, dass der Bund sich stärker engagieren solle. Ihr Fraktionschef hat gesagt, das sei eher Aufgabe der Länder. Nun gibt es im Mai jetzt in Kürze einen Migrationsgipfel. Wer soll denn bezahlen? Also das ist tatsächlich schon auch stark Aufgabe der Länder. Die Kommunen sind, die zu finanzieren, ist Aufgabe der Länder. Aber mir ist unabhängig davon ein Punkt sehr, sehr wichtig, den ich hier machen will. Nämlich zu sagen, der Bund ist allerdings sehr wohl dafür verantwortlich, in der Sache dafür zu sorgen, dass wir illegale Migration besser begrenzen und rechtsstaatlich unter Kontrolle bringen. Kommt denn wir müssen, die Innenministerin dem nicht nach? Aus meiner Sicht nicht ausreichend, ganz klar. Ich will zwei Dinge dabei auch differenzieren. Mir ist sehr, sehr wichtig und wir Freien Demokraten stehen dafür, dass wir Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen. Das ist enorm wichtig und der Fluchtgrund ist klar. Diese Menschen kommen, weil sie an Leib und Leben gefährdet sind durch Russlands Angriffskrieg. Das ist die eine Seite dieses Themas. Die andere Seite ist aber, dass wir Rekord-Asylantragszahlen haben, die jenseits der ukrainischen Kriegsflüchtlinge liegen. Denn die werden dort ja gar nicht mitgezählt, weil sie gar keinen Asylantrag stellen müssen. Das heißt, wir müssen etwas dagegen tun, dass wir über andere Fluchtrouten und zum Teil auch ohne humanitären Grund eine verstärkte Asylmigration erleben. Und hier müssen wir besser werden, dass wir zum einen rückführen, wer keinen Asylanspruch hat, nach einem fairen Verfahren festgestellt. Aber vor allem wünsche ich mir, mehr Initiative in Europa zu Lösungen zu kommen. Und dafür müssen wir etwas für Außengrenzschutz tun und möglichst auch schon für Prüfung der Schutzbedürftigkeit in Drittstaaten. Dafür brauchen wir neue Initiativen. Nur dann wird es gelingen, illegale Migration auch zu kontrollieren. Eine Art Hausaufgabenliste für die Bundesinnenministerin von Linda Teuteberg, FDP-Bundesvorstandsmitglied. Vielen Dank. Sehr gerne.